So, dann schicke ich da mal einen Link. Kann ich nur sehr empfehlen. Also, die haben auch so 250 Gramm Pakete mal zum Antesten. Und so extrem teuer ist es nicht. Also, für die Qualität zumindest nicht, würde ich jetzt mal sagen. So, zahlst so 12 Euro für 250 Gramm Paket. Wahrscheinlich, das wird natürlich günstiger, wenn du einen halben Kilo oder ein Kilo holst. Ja, normal. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wenn nicht, dann sagst du mir, wenn Geburtstag hast, dann schick ich da eins zum Geburtstag um 12 Euro. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Also kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Beste Kaffee, was ich bis jetzt jemals irgendwo gekriegt habe. Totaler Glück, dass die bei mir im Dorf sind. Schon direkt abgespeichert. Sag's mir dann Bescheid, was davon haltest. Wir haben ja auch, hat uns eine Kundin zu, was war das? Ostern, hat die uns auch aus Labö, die mahlen halt und rösten halt auch selber. Und da haben die uns auch Kaffee geschenkt. Aber den fand ich jetzt nicht so geil, weil der so eine süßliche Note hatte. Das feiere ich bei Kaffee gar nicht, so eine süße Note. Also kann da nur empfehlen, wenn es nussig magst, nachher probier im Go Nuts mal den, was sie da haben. Okay. Go Nuts ist echt legendär. Da habe ich mir inzwischen einen Kilosack gekauft. Erstmal Kilo Kaffee gönnen. Ja, Vorrat, verstehst du? Wenn Ja, Zombie-Apokalypse ausbricht, dann nochmal, muss muss der man Kaffee laufen. ausgerüstet sein, ne? So. Ja, die Supermarktdinger, die schmecken auch Kannst so. wegschmeißen. Muss man nicht haben unbedingt. Geht besser. Wenn man sich dann einmal angewöhnt hat, also ich könnt jetzt gar nicht mehr so Supermarktkaffee trinken. Wenn ich zu Kollegen heimgehe, die was noch nicht überzeugt habe, weil sie zu geizig sind oder so, dann trinke ich gar keinen Kaffee mehr bei denen. Also. Lieber gar nichts trinken. Ja, Glasl Wasser ist mal lieber dann. Ne, da ficken die Fische drin, das trinke ich nicht. So, was mache ich denn jetzt überhaupt? Ja, aber Trade Was find Runs, wenn ihr das? sagt, 30k Recovery ist wieder on. Ich finde das so geil, wenn du in die Hornet einsteigst, in die Super Hornet, mit diesen Dronnen sitzen, Alter. Die sind einfach so am Leuchten. Ich finde das so geil. Okay. Ja, diese Komm mir jetzt Nähte gar nicht mehr von. erinnern, ist schon ewig her, seit ich das letzte Mal auch nicht besessen habe. Die Nähte vom Sitz, die sind alle blau am Leuchten. Oh, okay. Nice. Aber halt nur bei der Super Hornet, nicht bei der normalen Hornet. Aha. Ich glaube, ich habe mir mal Ghost Hornet gekauft oder so und habe die dann umgebaut. Und dann hast du Energieprobleme gehabt. Ja, also. Ist normal bei der Ghost. Klar, habe ich Das dann ist was normal. Dickeres reingestöpselt, das ist klar, ja. Ich finde auch bei der Super Hornet dieses Weiß mit Grau zusammen sieht auch mega geil aus. Aber mir gefällt, also die Hornet ist zwar gut, braucht man nicht reden, aber die Form gefällt mir einfach nicht von dem Ding, ich weiß nicht. Ja, ich mag halt die MK2, finde ich halt geiler, wo alles abgerundet ist und so. Das finde ich sieht viel schöner aus als dieses Eckige. Schauen wir mal. MK2 stand auch auf der Messe. Aber die kannst du halt nicht kaufen. Gab's früher mal als Skin. Ja, das schaut besser aus. Auch das Cockpit sieht mega geil aus, wenn du drinnen sitzt. Jetzt wir mal Fische. Haben wir letztes Mal geguckt. 500 Euro kostet das, wenn du den Skin im Internet noch kaufst. Ja, weil es den halt so nicht mehr zu kaufen gibt, nur noch über eBay und so ein Scheiß.
Aber das Skin ist tricky, weil der tut auch die Life Points und so von der Hornet erhöhen. Ja, so seltene Skins und so Sachen, da ist sicher auch Geldanlagepotenzial drinnen. Definitiv. Das Einzige, was ich scheiße finde, wenn du Scheinwerfer anmachst im Dunkeln und du willst landen und klappst dann also das Fahrwerk raus, dann gehen ja die Flügel nach hinten. Und das Licht scheint dann so nach links und rechts anstatt nach vorne. Das ist gerade mega dumm gemacht, also richtig dumm. Du siehst halt dann gar nichts mehr, sobald du Landefahrwerk rausmachst. Ja. Auch Waffen, Alter, kannst du dann nicht mehr benutzen, die schießen ja dann auch so in so einem Vektor. Mhm. Alter, was ist das für eine Suppe hier bei Area? Ist ja wo sind da eigentlich die Raketen drauf? Sind die auf die Flügel? Nein. Ja. An der Seite neben Cockpit gehen dann so Klappen runter und da sind die drinnen. Also das sind. Das wäre aber cool gewesen, wenn die auf die Flügel droben gewesen wären. In alle Richtungen. Lande vorwärts raus und dann mal links und rechts wegballern. So. Was ist denn mit meiner Kamera los? Geht die denn nicht mehr richtig? Jetzt geht's wieder richtig. Alter, Area ist gerade so ein Nebel, dass du halt einfach gar nichts siehst. Ja, Hörsten finde ich auch schon ein bisschen anstrengend jetzt, so also mit der neuen Optik. Schaut auch schon fast wie ein Gasplanet aus für mich. Quantum Travel complete. 4,3 Server FPS. Läuft noch verdächtig gut dafür eigentlich. Na komm bitte in Seitenhanger. Bitte, bitte, bitte. Ich krieg einen Seitenhanger. Ich mag die Hangars, die sind viel angenehmer. Wie kann man noch einmal die F4-Kamera resetten? Also wenn ich sie mit Y rumgedreht habe, das wieder quasi hinterm Schiff ist. Ich wusste nicht mal, dass das geht, Alter. Ja, da gibt's einen Key dafür. Das ist Tastenkombination. Was nimmt man wie? Das war irgendwie was total komisches. Irgendwas mit Numpad, glaube ich sogar. Ah! Okay. F4 halten und 3 drücken. Scheiße. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie ich die einzelnen Komponenten anvisieren kann. Also das hat mir schon mal viel gebracht. Wenn ich dich jetzt ins Visier nehme, kann ich halt direkt deine Triebwerke angreifen oder Powerblend und so ein Scheiß. Aha, wie läuft das? Du visierst an und einfach mal 8 drücken. Am Numpad oder? Siehst du? Nein, mein Spiel ist abgeschmiert. Crash the Desktop. Numpad mein Schock. Oben ganz normal die 8. Aha, passt. Und dann siehst du auf deinem Target-Bildschirm, dann, du hast ja das Hologramm von deinem Ziel. Mhm. Und da siehst, wird das so orange markiert, wo du hinziehen tust. Mhm. Nice. Das ist für mich mega geil, weil du direkt Powerblends angreifen kannst oder direkt Antrieb. Ja, also zum Beispiel würde mir jetzt einfallen, da Dingens Xenothreat, Idris, gleich mal Triebwerke wegballern, der Flieger die Flügel ausreißen, auf gut Deutsch. Und der Vorhaltepunkt
ist dann halt extra so gesetzt, dass du dann halt diese Stelle ja höchstwahrscheinlich treffen tust. Mhm. Kommt immer noch drauf an, das Ziel bewegt sich ja und so. Mhm. Aber meistens triffst du dann halt schon. Ist halt auch sehr gut für Raketen, weil die halt dann auch da einschlagen. Mhm. Vor allem, wenn du da einen Cluster-Raketen hast, ist halt mega geil, weil da erstmal 7 Teile reinballern. Und ja eh physikalischer Schaden oder ballistischer Schaden. Ach, so muss ich erstmal wieder drin da. Oh, wieder auf dem Server. Ärgert mich, der Server lief gerade so gut und ich krieg einen Kick. Aber Gott sei Dank habe ich gerade schon die Landeanfrage gemacht. Also müsste ich auf Area spawnen eigentlich. Ja, praktisch. Hätte schlimmer laufen können. Ach, jetzt noch den ganzen Scheiß da kaufen, ey. Ich liebe Area, ne, weil du einfach fast alles auf Area auf einmal kaufen kannst und musst nicht zu 30 verschiedenen Punkten fliegen, um Sachen zu kaufen. Okay. Mit was fliegst du? Du fliegst C2, hast du gesagt, oder was? M2. M2. Wie viel geht da rein? Knapp 600. Aha. Also fast 600. 500 irgendwas. Also was das war du? Jetzt abgefahren. Die haben mich abgeschossen, aber nur in den Soft Death. Und ich bin aus der Alex noch rausgekommen. Ich dachte, ich bin in der Atmosphäre. Bin ich nicht. Jetzt schwebe ich hier im Raum. Naja. Dann habe ich jetzt verkackt.